Ja, hallo zusammen. Endlich ist es soweit. Ich kann euch den neuen Stuhl präsentieren. Das ist er. Geil. Ist ergonomisch geformt. Kann man sich toll drauf sitzen. Nein, Quatsch. Natürlich ist das der Stuhl hier noch im Verpackt. Und ich will euch unbedingt das Auspacken zeigen und wie es halt das Aufbauen. Das könnte amüsant werden, weil ich habe echt zwei linke Hände. Das ist Katastrophe. Aber bevor ich damit starte, will ich erst noch mal ein riesengroßes Dankeschön sagen, weil ich glaube, die meisten aus dem Stream oder diejenigen, die mir bei Twitch zuschauen, wissen es, die es noch nicht wissen, den habe ich ganz allein nur durch die Zuschauer bekommen. Also ich, ohne meine Zuschauer gäbe es diesen Stuhl hier nicht. Deswegen ein herzliches Dankeschön nochmal an euch da draußen, dass ihr sagt, ja, finde ich gut, was der Kerl da macht und ihr das unterstützt. Deswegen hat mich wahnsinnig gerührt. Ich glaube, jeder, der da live im Stream dabei war, der weiß es auch. Und gerade die beteiligt waren, den habe ich es eh schon gesagt, deswegen nochmal vielen lieben Dank. Und ja, ich freue mich jetzt sehr, das Ding endlich auspacken zu können. Würde ich sagen, wir bauen es einfach mal auf und schauen am Ende raus, was passiert. Also, lasst uns mal das Ganze jetzt anschauen.
und wie ihr sehen könnt, selbst ein Affe wie ich kann den Stuhl zusammenbauen. Er funktioniert auch. Höhe, Tiefe, Kippfunktion. Warte. Jetzt. Und natürlich die Lehne. Wenn es mir mal beim Zocken zu viel wird, dann schlafe ich einfach eine Runde. Nein, super geil. Ich freue mich extrem. Es ist wirklich jetzt cool, sowas selber zu besitzen und selber besitzen zu dürfen. Wie gesagt, vielen Dank nochmal. Ich hoffe, das Video hat meine Skills gezeigt, was ich so aufbauen kann. Nein, Quatsch. Ich habe mir mal wieder ein bisschen angestellt gefühlt, aber unterm Strich ist es egal. Wichtig ist das Endprodukt und der sieht super aus. Ich glaube, da kann man wirklich sagen, geile Sache. Hier allein schon, wer es vielleicht sieht, hier oben das Maxnomic-Logo eingestickt. Ansonsten schöner schwarzer Ledersessel. Mir wichtig war auch, dass er wirklich bequem ist, dass er unten hier schön breit ist und oben ein bisschen Seitenhalt hat, aber nicht zu sehr, dass man weiterhin schön chillen kann beim Zocken. Ja, auch die Armlehnen lassen sich verschieben. Ach ja. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen spielen. Super geil. Werden wir jetzt noch ein bisschen spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ja, lasst ein Like da, aber nicht für meine Skills, sondern eigentlich eher für die Leute, die das erst überhaupt ermöglicht haben. Ansonsten wünsche ich weiterhin viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Heike Ramba.